Hallo liebe YouTuber, willkommen im neuen Video. Sommerzeit, Hortensienzeit, ich liebe sie. Und Hortensien in allen Farbschattierungen. Und was ich heute damit vorhab, das zeige ich euch gleich im Video nach der Intro, weil ich habe hier einen ganzen Berg Hortensien. Mega, oder? Bekommen. So schöne, seltene Sachen. Guck mal, diese tolle Sedumart hier. Ich liebe das. Und Sedum in Gelb. Und jetzt zeige ich euch mal was richtig Schönes. Hier ist unser Tisch in Rosé-Lila-Tönen. Und hier sind unsere ganzen Korbwaren. Und hier gibt es noch was ganz Süßes. Abgesehen davon, dass es hier noch viel, viel mehr zu gucken gäbe. Aber es muss ja auch noch Material für die nächsten Videos geben. Und guck mal, wer hier ist. Hier ist die Hauptdarstellerin der Familie, unsere liebe Katze. Und die legt sich dann immer so schön bequem auf die Tische mit drauf. Ich finde, das ist eine malerische Deko. Und die Kinder, die fragen schon auch ab und zu. Die Katze. So süß. Gell? Mietzi. Oh, willst du ins Video? Ja, sagt sie. Danke. Ja, im Sommer gibt es wunderschöne Hortensien, wobei man sagen muss, also so schöne Prachtexemplare, wie ich euch hier jetzt in die Kamera halte, das ist natürlich der blanke Wahnsinn. Die hat man selten im Garten und ich glaube, es braucht schon viel Erfahrung von den Hortensienzüchtern, um solche tollen Farben anzubieten. Das ist unglaublich. Und ich weiß nicht, ob ihr es hört. Das raschelt schon fast, wenn man die anfasst, ja, die sind richtig fest. Aber die eigenen im Garten, ja, die man an dem Hortensienbusch hat, die haben in den seltensten Fällen so eine tiefe, dunkle Farbe. Und meistens ist doch so, dass die Hortensien dann im eigenen Garten, ja, so vergrünen, ja. Und wenn man nicht speziell was zusetzt, also dieses Alaun, dann vergrünen die Hortensien so, aber auch da kann man wunderschöne Hortensienkränze im Herbst machen. Man braucht für einen Kranz wieder mal einen Strohrömer von Floristik 24. Das ist eine wunderschöne Größe für Türkränze. Das ist ein 30er Kranz, der sieht immer so riesig aus vor mir. Das ist ein 30er Kranz, der hat 6 cm Durchmesser. Und sehr schön ist, also das ist jetzt ein kleinerer, aber das ist eigentlich so ein Tischkränzchen. Und sehr, sehr schön ist es, wenn man den Kranz mit einem Kranzwickelband abwickelt. Was ich auch auf jeden Fall empfehlen würde, zu kaufen bei Floristik 24, weil es kann ja auch sein, jemand dreht den Kranz um und dann ist es eigentlich nicht so doll, auf den Strohrömer zu gucken, sondern man guckt eigentlich gern lieber auf sowas sauber abgewickeltes, zumal dann ja auch das Stroh auf dem Tisch liegt. Und dazu wickelt man mit dem Kranzwickelband erstmal diesen Römer ab. Dieses gibt ja auch so eine Vorzugsweise, ja, man sollte das so wickeln, dass die Rolle so rum am Kranz abwickelt. Wenn ich das andersrum mache, dann kann ich das überhaupt nicht so gut machen. Also ich muss wirklich direkt mit der Rolle am Kranz sein. Und wenn ihr dieses Kranzwickelband bestellt, das gibt's, ja, dann könnt ihr mal probieren, in die andere Richtung zu wickeln. Und dann werdet ihr merken, dass es total schlecht funktioniert, viel länger dauert. Das ist einfach, das ist ziemlich doof.
Und also es geht also relativ fix. Und jetzt hat man hier auch ein Ende. Und selbst wenn ihr, ich habe in einem anderen Video gezeigt, da hatte ich keinen Strohrömer da. Und da habe ich gezeigt, dass man eigentlich auch einen Papierkranz nehmen kann und wickeln kann. Und dann ist es natürlich auch ganz schön, selbst wenn ihr einen Papierkranz nehmt, ja, dann könnt ihr das auch mit so einem Kranzwickelband abwickeln und schon sieht kein Mensch mehr, was ihr verwendet habt. Dann mit einem Metallkrampen ist ganz gut, wenn man den kann ich einfach mal reinklopfen mit der Gartenschere und schon ist dieser Krampen auch so weg, dass der jetzt nicht am Tisch oder an der Türe kratzt oder schrappt. So, ich brauche einen Wickeldraht, den muss ich noch kurz holen. Genau, ein Wickeldraht. Wickeldraht sind tatsächlich nur die auf diesem Holzstäbchen, ganz wichtig. Die anderen Drähte sind auf diesen, es gibt auch die auf den Spulen, die sind ein bisschen feiner und ich würde auf jeden Fall zum Kranzwickeln einen Wickeldraht nehmen, weil der ist stabiler und da könnt ihr auch mal ziehen und der geht nicht sofort kaputt. Ja, das ist auch mal ja, was Festes. Ja. Ja, ihr seht, ich habe einen richtig schönen großen Berg Hortensien geschnitten, die also alle, die sind jetzt noch richtig toll, aber wenn es jetzt noch eine Weile regnet, ja, und das Wetter schlecht ist, dann verfaulen die. Und so kann ich die natürlich super verwenden und teile die Hortensie einfach im Stiel, lege die Hortensie an, wickel immer von der Wicklung her, immer von innen rein und dann ziehe ich nach außen und ich nehme die Hortensie und lege die mit dem Finger, lege die immer so an, ja, nehme die in die Hände und mache eine neue Wicklung und kann dann, also doch, kann die Hortensien sogar während dem Anlegen teilen, guck, dass ich die Stiele wieder in der Hand habe, wickel wieder drüber und genau, vielleicht nochmal wickeln, dass der Draht schon mal eins weiter ist. Und dann muss ich natürlich immer, entweder ich teile mir jetzt alle Hortensien auf dem Tisch ab oder ich gehe her und mache das beim Wickeln nochmal. Kann man auch. Auf jeden Fall kann ich natürlich nicht so einen großen Ballen Hortensie auf einmal reinwickeln. Dann würde ich so einen Kranz nicht rund bekommen. Ja, und das heißt, ich muss da jetzt ein bisschen teilen und anlegen und teilen und anlegen und wickeln. Und ja, ich mache euch jetzt mal ein bisschen Musik auf die Ohren und mache den Schnelldurchlauf, weil ich glaube, ich arbeite jetzt einfach mal vor mich hin und wickel mal mein Hortensienkränzchen. Und dann nachher gucke ich nochmal, was ich da so als Deko so in die Mitte noch machen könnte, dass der so richtig schön aussieht. Ja, aber dazu bleibt ihr einfach dran und könnt mal gucken. Und schön ist natürlich auch, dass die so, ja, manche Hortensien haben natürlich mehr Farbschattierungen. Ich habe jetzt tatsächlich dieses Grün-Rosé hauptsächlich die Töne, aber ich fand das auch sehr schön. Und habe ich gedacht, boah, ich muss unbedingt was draus machen, weil wenn ich sowas schon solche Materialien bekomme, da jucken mir eigentlich die Finger. Und da kann ich nicht widerstehen und bin sofort im Kranzfieber. Ja, Kranzfieber, Kranzliebe, das ist echt der Hammer. So, und während ich jetzt schon so stille vor mich hin arbeite, wird es also mit einer 30er Unterlage doch ein schöner, üppiger, herbstlicher, toller Kranz. Jetzt fragen natürlich manche so, wie hält der denn am besten? Also tatsächlich trocknet der sehr schön ein, ja? Und er kann aber, man sollte ihn nicht draußen an der Haustür aufhängen, weil die Nachtfeuchte, die bewirkt ja nicht nur an der Pflanze, dass die Hortensien schlapp werden, sondern die Nachtfeuchte bewirkt natürlich auch
dass die Blüten, auch wenn es an der Haustür hängt, nicht halten. Insofern, also er ist auf jeden Fall für alle trockenen Plätze drin, ist er wunderschön und man sollte ihn aber nicht draußen lassen, ja, auf keinen Fall. Und man sollte ihn auch nicht, entweder auf einem Tablett, ja, wenn man ihn als Tischkranz will, aber man sollte ihn nicht Tag für Tag berühren wollen, weil irgendwann, wenn die Hortensien trocken werden, dann werden die halt auch bröselig. Das ist so der Gang der Dinge. Also die bleiben wunderschön, aber die werden bröselig. Und wenn man ihn dann irgendwo, entweder man hängt ihn drin, irgendwo trocken an die Wand oder dekoriert ein schönes Windlicht rein im Hausflur. Also überall, wo er seine Ruhe hat. Manche wollen ihre Ruhe, der Kranz will auch seine Ruhe. Überall, wo er seine Ruhe hat, hält er traumhaft schön. Und ja, das ist natürlich jetzt ein mega schöner Kranz, der wirklich ganz toll Freude macht und richtig, richtig üppig ist. Guck mal, wie groß der ist im Vergleich zu meinem Gesicht. Und ich hole jetzt mal kurz aus dem Laden eine Kerze, die zum Beispiel wunderschön aussehen wird, da rein. Und das zeige ich euch mal. Ich bin gleich zurück. Augenblick. So, und was richtig schön wäre, könnte ruhig noch eine Nummer dicker sein. Wäre so eine rosa Kerze, wäre total schön da drin. Also diese Rosé-Töne von dem Kranz, genau, ich muss das mal so zeigen, da wäre das so richtig stimmig. Ja, und das war jetzt so auf ganz einfache und schnelle Art und Weise mein Hortensienkranz für heute. Und ich freue mich, dass ihr im Video dabei wart. Und guckt auch meine Playlist Herbstkränze an, weil jetzt werden die Hagebutten rot und ach, die Hortensien reifen. Es ist jetzt einfach wieder Herbstzeit und es ist so eine schöne Zeit. Nicht verpassen, auf jeden Fall nutzen und diese schönen Früchte des Herbstes verarbeiten. Und ich sage einfach danke, dass ihr dabei wart im Video und ihr seid spitze. Und alles Liebe, viel Spaß beim Nachmachen von eurer Margit. Die Playlist blende ich euch im Abspann nochmal ein. Tschüss, macht's gut.